Hallo meine lieben Freundinnen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Tutorials. Heute geht es mal wieder um eine eine mögliche Stromgenerierung bei Immersive Engineering. Heute geht es nämlich um die Kraft aus Gewitter. Also wir fangen Blitze ab und können damit Strom machen. Und das nicht zu knapp. Allerdings muss der Blitz erstmal einschlagen, aber dazu kommen wir später. Ich zeige euch nur mal ganz kurz, wie das aufgebaut wird. Das ist eigentlich recht simpel. Wir brauchen 9 Lightning Rod Base. Dazu muss ich aber ganz kurz sagen, das ist nur so bis hin zur Mod-Version, ich glaube, entweder 0.43 oder die Mod-Version 4.3. Ich bin mir da gerade nicht sicher, weil die Wiki das irgendwie ganz schlecht darstellt. Allerdings ist das ab einer gewissen Version anders. Also deswegen, wenn ihr irgendwie eine neuere Version haben solltet, in den meisten Modpacks bisher aber noch nicht, dann seid gewarnt, dass das anders gebaut wird. Und zwar ganz anders. Das zeige ich gerne auch nochmal, wenn das gewünscht ist. Das ist alles kein Problem, weil ich bin da eigentlich belesen genug, um das mittlerweile auch zeigen zu können. Allerdings zeige ich das jetzt erstmal in der normalen, stabilen, beziehungsweise gehandhabten Version, die auch in den meisten Modpacks drin ist. Nämlich haben wir hier ein 3x3 Feld an Lightning Rod Bases. Deswegen habe ich auch gesagt, baut euch 9. So, und dann nehmen wir einfach unseren Engineer's Hammer, wie sonst, machen Rechtsklick auf den mittleren und es formt sich ein kleiner Multiblock. So, und der hat einen Speicher insgesamt von, erstmal die Nullen zählen da. Ich glaube, das sind tatsächlich auch 16 Millionen. Ja, 16 Millionen RF. Also sprich, eine Ladung. Warum sagt der Multi jetzt eine Ladung? Weil, wenn ein Blitz einschlägt, dann kriegen wir instant 16 Millionen RF. Das hört sich krass an, ne? Allerdings, die Sache ist die, der Blitz muss erstmal einschlagen. Was wir machen müssen, sind Stahlzäune darüber aufbauen. Und umso höher wir diesen Zaun nach oben bringen, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass mal ein Blitz einschlägt. Deswegen werden wir jetzt mal den hier bauen und ich werde mal den hier bauen. Und den hier bauen wir jetzt mal ganz hoch. Ich habe jetzt mal zwei verschiedene sozusagen zum Zeigen. Jetzt muss ich natürlich gucken, wie ich das am besten baue. Ne? So. Es sieht natürlich kacke aus, ne? Wir haben jetzt hier so ein riesen Ding. Muss man halt schauen, wie man das macht. Wir machen jetzt mal ganz kurz das Wetter auf Thunder. So, und dann wollen wir noch mal gucken. Also bisher habe ich nie Blitze gehört hier. Es tut tatsächlich regnen, auch wenn man es nicht sieht. Das kann ich ganz einfach demonstrieren, indem ich zum Beispiel ein Barrel besorge, und zwar die von Ex Nihilo. Die füllt sich nämlich langsam mit Wasser. Nur ganz kurz, um zu zeigen, bevor jetzt hier irgendein Schlaumeier kommt, es regnet doch gar nicht, auch wenn sich das jetzt verdunkelt hat. Ich weiß nämlich alles. Ich schreibe Kommentare auf YouTube. So, was wir jetzt machen können, ist eigentlich nichts anderes als warten. Warten, warten, warten. Ich würde ja am liebsten irgendwie, ich weiß auch noch nicht, wie ich das mache. Ich weiß auch noch nicht, wie ich das mache. Ich könnte ja auch notfalls mal das Modpack switchen, theoretisch. Vielleicht mache ich das gleich mal. Ganz kleinen Moment. Ah ne, warte mal, Moment. Ah, okay. Okay, gut, gut, so viel zum Modpack. Also es hat funktioniert. Ihr seht direkt 16 Millionen F. Wir haben natürlich nichts gesehen. Entweder weil ich runtergeguckt habe, ich derp. Oder weil halt einfach nichts kommt. Wie sieht's hier aus? Hier natürlich nicht. So, das Letzte, was ihr nur noch tun müsst, da brauche ich ja gar nicht switchen. Das ist ja super. Das Letzte, was ihr tun müsst halt, ist im Grunde das Ganze nur noch irgendwie anschließen. Wir haben ja hier einen Output auf jeder Seite. Ist jetzt im Grunde einfach einen HV-Capacitor hinzustellen. Und das Ganze
miteinander zu verbinden. Nehmen wir ruhig mal HV. Und HV Wire. So, und das Ganze wird mal eben rüber getan. Nur, dass das Ganze natürlich nicht reicht, wie wir hier eindeutig sehen können. Muss ich mal eben gucken, dass ich das so miteinander verbinde. Das geht natürlich nicht. Also müssten wir hier alles mögliche an Dings machen. Allerdings ist das ja jetzt auch egal. Wie das Ganze funktioniert, das habt ihr ja in den anderen Folgen gesehen. Da brauche ich ja nicht zeigen. Wichtig ist nur zu zeigen, dass wir halt damit mächtig Strom machen können. Der Blitz muss zwar erstmal einschlagen, also sprich, wir müssen auch erstmal so einen Turm bauen. Aber wenn es dann der Fall ist, dann Halleluja, dann habt ihr Strom. Also eine eher unzuverlässige, aber halt sehr, 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 sehr witzige, Lotto-mäßige, könnte man schon meinen. Wobei, so Lotto war das ja gar nicht. Wenn ihr es richtig aufgebaut habt, dann braucht ihr einfach nur warten, bis es mal gewittert und bam. Also, das wäre es aber auch schon gewesen mit dieser Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann!